im Kuffar. Dann Marokko, Marawi, der die Dur Koran hatte, wo hunderte, tausende Menschen Koran auswendig gelernt hatten, der vielleicht 100.000 Anhänger, direkte Anhänger hat, wo so viele Menschen mit der Sunna bekannt gemacht worden sind, Kafir. Abu Khubsa, der Hadith-Gelehrte in Marokko, Kafir. Die stärkste Dauerbewegung in Marokko, Kafir. Dann Algerien. Algerien, die stärkste Dauerbewegung, alle Kuffar. Frankreich, die stärkste Dauerbewegung, alle Kuffar. Dann Katar, Bilal Phillips, da stehen 8000 Leute im Golfkrieg, amerikanische, die ISIS in Islam angenommen haben, Kuffar, alle Kuffar. Dann Yusuf Qardawi, mit dem wir viele Meinungsverschiedene haben, wir sagen nicht, das ist jetzt der besondere Gelehrte von uns, aber es ist trotzdem jemand, den viele als guten Gelehrten ansehen und der kein Kafir ist. Kafir für sie, ja. Dann weiter, Kuwait, Suwaidan. Ja, wir sagen auch nicht, ist der Supermann, von dem wir Ilm nehmen, aber für sie Kafir. Uthman al-Khamis, der mit den Schiiten diskutiert und sie besiegt hat, Kafir. Dann weiter, Jemen, Abdelmajid Zindani, durch den Tausende vielleicht den Islam angenommen haben, weil er die wissenschaftlichen Wunder im Islam entdeckt hat, Kafir. Und alle, die mit ihm sind, die ganze Universität, Jamiatul Iman, die er dort hat, alle Kuffar. Dann weiter, Sheikh Mukbil, der mit die stärkste Dauerbewegung in Jemen hat, durch den, weiß ich nicht, Hunderte den Koran auswendig gelernt haben, alle Kuffar. Dann Ali Jafari, Sufi, Dol, Mudil, Mubtadi, Indings, ja, der ist Sufi, der ist Ashari, der ist Kafir für sie. Weißt du warum? Weil er sagt, die Wahhabiten sind keine Kuffar. Kannst du dir das vorstellen? So, dann geht's weiter. Dann Jordanien, die stärkste Dauerbewegung. Markas Sheikh Albani, alle Kuffar. Von dem Muhadith des letzten Jahrhunderts. Dann Sudan, Jamia Umdurman, eine ganze Universität, alle Kuffar. Dann Indien, Zakir Naik, der mit den größten christlichen Gelehrten debattiert und sie platt gemacht hat und gezeigt hat, dass der Islam die Wahrheit ist. Der den ersten islamischen Fernsehsender auf Englisch gegründet hat, wo 24 Stunden Dauer gemacht wird. Kafir. Weiter im Text. USA, Yusuf Estes, der frühere christliche Prediger. Kafir. Dann Khalid Yassin, Kafir. Die stärkste Dauerbewegung in Amerika, Kafir. Dann Holland, die stärkste Dauerbewegung, alle Kuffar. Belgien, die stärkste Dauerbewegung, alle Kuffar. Großbritannien, die stärkste Dauerbewegung, alle Kuffar. Kanada, Shabi Ali, der mit den Christen debattiert hat, Kafir. Jamal Badawi, der mit den Christen debattiert und mit den Juden, allen drum dran, Kafir. Dann Deutschland, Pierre Vogel. Hier, für Sie, Kafir. Und in dem Moment, wo Leute in der Stadt Blätter verteilen für unsere Vorträge und die Christen vielleicht daneben stehen und Blätter verteilen, wo sie den Islam beschimpfen, da kommen sie und bedrohen unsere Leute. Da musst du dich fragen, wer hier den Islam vertritt, subhanallah. Weiter im Text, gehen wir mal zu anderen Leuten, nicht zu so unwichtigen Menschen wie ich. Bosnien, wo damals Bosnien von den Serben platt gemacht worden ist. Platt gemacht worden ist, ja, wo die Frauen vergewaltigt worden sind, wo die Häuser angezündet worden sind, wo ein Genozid mitten in Europa gekommen ist, da ist eine Armee gekommen von den sogenannten Wahhabiten. Ja, und haben das ganze Land aufgeräumt mit einem kleinen Haufen von Leuten. Wa kam min fiyatin qalilatin ghalabat fiyatan kathiratan bi idhnillah. Wie oft schon hat eine kleine Gruppe eine große Gruppe besiegt. In diesem Zeit, wo diese Leute dort ihre Brüder El-Maturidiyya-Brüder, Sufi-Brüder, die Leute in Bosnien, die vielleicht den Islam gar nicht praktizieren, in diesem Zeit, wo diese bösen Wahhabiten aus der ganzen Welt gekommen sind, um ihr Leben für diese Brüder zu opfern, da saßen die Ahbesh zu Hause hier in Deutschland und haben Maulid und Maulid und Nabawi getanzt, mein Freund. Und haben gesagt, die sind Kuffar da in Bosnien. Die sind Kuffar. Fällt dir was auf? Fällt dir was auf? Alle Leute, die Religion praktizieren, alle Kuffar. Und das sind alle die, gegen die gekämpft wird. Weißt du, was dir da nur zu einfällt? وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوٍ شَيَاتِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِ. Genauso haben wir für jede Gemeinschaft Satane bestimmt von den Menschen und den Djinn. Da ist vielleicht jemand bei, der eine gute Meinung hat, der eine gute Absicht hat, aber der kämpft auf der Seite des Satans gegen die Leute, die den Islam verteidigen. Frag den Kafir, wer den Islam verteidigt. Frag den Kafir mal. Frag den Kafir mal. Frag den mal. Subhanallah. Es wird gegen keinen geredet, nur gegen die Leute, die den Islam verteidigen. Ich denke, jedes einzelne Blatt, eben die Einführung, hat schon gereicht, um das Thema zu beenden. Hier das, für jeden, der die Augen ein bisschen aufmacht, hat das schon gereicht. Welche Vorwürfe werden gegenseitig gemacht, um zu sagen, dass diese Leute
100.000% auf dem Delelweg sind. Aber ganz klar. Wenn wir jetzt weiter in das Thema gehen, für denjenigen, der die Wahrheit will. Bei uns geht es nicht um die Leute, die stur sind. Für die Leute, die stur sind, hat Abu Anas eben Sujud, im Sujud Dua gemacht. Möge Allah diese Menschen recht leiten. Und ihr Herz öffnen für die Wahrheit. Okay. Jetzt müssen wir die Zeichen der wahren Gruppe und die Zeichen der falschen Gruppe erstmal wissen. Das ist sehr wichtig. Gerade für jemanden, der die Wahrheit will. Deswegen, wer draußen am Fernseher ist oder am Radio ist oder wer diese Sache später sieht, ich gebe den Tipp, mach dir eine Liste. Zeichen der falschen Gruppe. Ich habe 4 Zeichen. Zeichen 1, Zeichen 2, Zeichen 3, Zeichen 4. Und immer wenn du bei der Argumentation, die ich jetzt bringe, siehst, dass wir einen Fehler machen oder da reinfallen, das heißt wir, die, wir nennen uns Salafiyun heute, normal sage ich immer Muslime, aber wir müssen ja heute einen Unterschied machen, damit man weiß, worum es geht. Ja, Salafiyun, für die Leute, die würden uns vielleicht Wahhabiten nennen oder was weiß ich, aber okay, du kannst uns nennen, wie du willst, das ist deine Sache. Ja, dann machst du beispielsweise ein S, ja, für Salafiyah. So, wenn du siehst, dass in diesen Zeichen, dass es zu den Ahbash passt, machst du ein H für Habashi oder Ahbash, ja? Das heißt, so, die erste Zeichen, Zeichen der wahren Gruppe. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam weist auf die Zeichen der wahren Gruppe hin und wir haben es schon erwähnt. Er sagt in dem Hadith, Ma'ana alayhi al-yawmu wa ashabi, die auf dem basieren wie ich und meine Gefährten. Das zeigt, der in der wahren Gruppe ist, der wird in seiner Argumentation immer wieder zurückgehen zu den Gefährten und zu den Salaf. Die Besten sind meine Generation, dann die, die ihr folgen, dann die, die ihr folgen. Und das zeigt, das sieht man dann später in der Argumentationsweise. Weil er wird mit diesem Punkt argumentieren. So, dann, das zweite Zeichen ist, dass sie konsequent an Koran und Sunna festhalten. Und darauf macht der Prophet aufmerksam. Er sagt, فَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَّرَ إِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Wer von euch lebt, wird viele Meinungsverschiedenheiten sehen. Was dann? فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِينَ. So haltet euch an meine Sunna fest und die Sunna der rechtgeleiteten Khalifen. Und was sagt er dann? عَدُّ عَلَيْهَا بِنَوَاجِثْ. Beißt darauf mit den Zähnen. Das zeigt ein konsequentes Festhalten bei der Argumentation. Das sind die Zeichen der wahren Gruppe. Darauf immer achten. Wer argumentiert stets mit Koran und Sunna und weicht keinen Millimeter nach rechts und links und mit den Argumenten der Salaf und wer argumentiert mit den falschen Argumenten? Jetzt kommt's. Was macht die falsche Gruppe? Die falsche Gruppe hat erstens Zeichen, dass sie Lügen benutzt, Täuschungen und falsche Hadithe. Warum? Weil jemand, der am Ertrinken ist, der hält schon an einem Strohhalm fest. Wenn sie Argumente hätten, dann bräuchten sie nicht auf Lügen, falsche Hadithe und Täuschungen zurückzugreifen. Ja? Punkt 1. Schaut, wer hat Lügen, Täuschungen und falsche Hadithe und wer argumentiert mit Koran und Sunna. Zweitens. Textverdrehungen. Das heißt, wenn der authentische Hadith da ist, das heißt, in dem einen Fall war es, man bringt Argumentationen aus Lügen und Verdrehungen. Und das zweite ist, wenn man jetzt einen Hadith sieht oder ein Ayat sieht, der offensichtlich was anderes sagt, oder etwas sagt, was der eigenen Meinung widerspricht, was sagt er dann? Dann verdreht er die Bedeutung davon. Er verdreht die Bedeutung davon. Ja? So. Und das geht durch die Zufügung und Auslassen von Worten und so weiter. Dann. Drittens. Richtige Beweise an falscher Stelle. Ja? Das heißt, dass man mit mehrdeutigen Versen eindeutige Verse abrogieren will. Beispielsweise. Da gibt es viele Beispiele, ich werde da nachher drauf eingehen und das erläutern. Viertens, dass er seine Hauptargumentationspunkt auf Philosophie basierend hat. Dass seine Hauptargumentation auf Philosophie basiert. Nicht auf Koran und Sunna, sondern auf Philosophie. Wenn dann. Philosophie kennzeichnet sich immer durch das Schema, wenn dann. Wenn Allah dann. Wenn ihr sagt, Allah ist dann. Warum? Warum macht er dies? Weil er Allah in seinem Herzen mit Gott, mit den Menschen vergleicht. Wir sagen von vornherein, jedes Wenn, Dann ist für Allah hinfällig. Weil jedes Wenn, Dann zeugt nur dafür, dass du Gott mit der Schöpfung verglichen hast. Denn dann kann es nur ein Wenn, Dann geben. Wenn Allah über dem Thron ist, dann ist der Thron größer, dann hat er sich verändert. Hier, Laysa kamithli shay, Allah nicht so, niemand ist ihm gleich.